Liebe Freunde, ein neues Video. Vielleicht, ich freue mich, ja, weil ich bin im Urlaub. Rein rechnerisch müsste es bei Ihnen jetzt Ende November sein. Ich bin im Sommerurlaub, weil ich das alles im August aufnehme, weil ich habe jetzt Urlaub und mache jeden Tag ein Video. Das soll dann bis Weihnachten reichen. Deswegen bin ich jetzt nicht novemberlich gekleidet. Außerdem hat mich meine Frau kritisiert, dass ich so fürchterlich lange Haare habe. Tatsächlich ist das sehr unangenehm, aber vielleicht können Sie sich erinnern, damals musste man noch mit Maske zum Friseur gehen. Da warte ich noch ein paar Minuten und nehme halt in Kauf, dass ich hässlich bin. Aber Sie hören ja eh hauptsächlich meine Stimme, nehme ich mal an. So, und damit hinein ins heutige Thema. Das heutige Thema ist die Lara, die 35 Jahre alt ist. Da haben Sie jetzt kurz schon den nächsten Fall gesehen. 35 Jahre alt ist und sie hat mir eine E-Mail geschrieben mit dem Thema sexuelle Erfüllung versus Ehe. Das ist natürlich eine ganz steile Sache. Darüber könnte man schon sehr viel sagen, ohne dass man sich den Fall durchliest. Und vielleicht sage ich das auch einmal. Sexuelle Erfüllung versus Ehe ist schon, also da gehen Sie schon einmal in ein ganz wesentliches Problem hinein, nämlich die Tatsache, dass viele Paare es so erleben, dass die Sexualität im Laufe der Zeit schlechter wird. Das ist nicht notwendigerweise so. Und um ganz ehrlich zu sein, der Sex kann auch im Laufe der Ehejahre immer besser werden. Und das liegt aber nicht daran, dass der Eros sich immer mehr steigt. Ja, der Eros ist an und für sich die Anziehung zwischen Mann und Frau. Beginnt mit einem Wow-Effekt klassischerweise. Das heißt, man sieht die Frau, man sieht den Mann das erste Mal und da kommt es dann zu einer starken Anziehung, das nennt man Eros. Das ist noch nicht sehr reflektiert oder das ist überhaupt nicht reflektiert, sondern das ist einmal sozusagen ein biologischer Anfang. Und diese Anziehung ist am Anfang sehr stark, kann dann fast eskalieren eine Zeit lang und nimmt aber dann normalerweise im Laufe einer Beziehung ab. Und das ist gar nicht schlimm, weil es gibt dann neue Ebenen der Liebe, nämlich die Philia, das ist die Liebe des Bauches, die erste Eros, die Liebe des Kopfes, die Philia, die Freundschaft und die Liebe des Herzens, die Agape, wo man sich eben gegenseitig schenkt, wo man verzeihen kann, wo man treu sein kann. Man kann mit Eros nicht treu sein, ja, sondern man kann nur mit Agape treu sein, also mit dieser hohen Form der Liebe, wobei Eros auch keine niedrige Form der Liebe ist, sondern es ist einfach eine endliche Liebe, eine Liebe mit Ablaufdatum, die für sich allein nicht bestehen kann. Eros lebt immer wieder neu auf, wenn die Agape sozusagen die Grundlage schafft. Agape ist die Langfristigkeit. Ja. Eros ist das kurzfristige Aufflackern, sozusagen das Strohfeuer und dagegen. Also wie gesagt, das ist nicht schlimm, aber wer sich von der Ehe ein Eldorado der Lüste erlebt, erwartet und ein ständiges, lautes Feuer, ein helles, lautes Feuer des Eros, der wird enttäuscht werden, aber der wird auch keine langfristige Beziehung halten können. Ja. Es gibt keine langfristige Beziehung, wo Eros ständig laut prasselt und niemals untergeht. Das ist nur in den feuchten Träumen von irgendwelchen unreifen Menschen, die mit Liebe wenig Erfahrung haben. Das gleich zur Einleitung, nur sozusagen zu ihrem ersten, zu ihrer Selbstbeschreibung dieses Videos, liebe Lara. Das, glaube ich, ist wichtig als Prinzip und anhand dieses Prinzips möchte ich jetzt ihr schreiben, analysieren. Lieber Herr Bonelli, ich bin eine 35-jährige Frau, Ehefrau und Mutter von drei Kindern. 7, 5 und 1. Gut, also 7, 5 und 1 kann ich gut nachvollziehen.
Wenn Sie jetzt vor mir sitzen würden, würde ich fragen, welches Geschlecht haben die Kinder? Das macht natürlich einen gewissen Unterschied. Und Sie sind auch Lehrerin in Teilzeit. Ich bin seit 12 Jahren mit meinem Mann zusammen. An und für sich beschreiben Sie sich sehr geordnet. Also Ehefrau beschreiben Sie als erste, Mutter von 3 Kindern als zweites, Lehrerin dann. Also da ist einmal eine gewisse kognitive Ordnung. Dabei viele offenbaren schon in der Selbstbeschreibung sehr viel Unordnung. Das sehe ich jetzt bei Ihnen mal so nicht. Ich bin seit 12 Jahren mit meinem Mann zusammen. Sehr gut, da würde ich Sie jetzt fragen, wie heißt er? Das sagen Sie nicht. Und ich nenne ihn jetzt einfach Erich, ja. Ich hoffe, er heißt nicht wirklich Erich, aber da ich es nicht weiß, kann ich ihn ruhig Erich nennen, ja. Weil es ist schon klar, dass Sie nicht Lara heißen, das ist anonymisiert. Die Leute, die öfter Bonelli schauen, wissen das schon. Also Sie haben einen Mann, der heißt Erich. Die erste Frage ist, wie alt ist er im Vergleich zu Ihnen? Ja, ist der jetzt 60 oder ist er 25? Ja, ist er 10 Jahre jünger oder 20 Jahre älter? Das ist schon relevant, das ist wichtig. Vielleicht kommt das noch, aber ich fürchte nicht. Das möchte ich immer, also für die Leute, die mir schreiben, das ist mir sehr wichtig, diese Zahlen. Ich bin so ein Zahlenmensch. Ich kann damit, also nicht nur Zahlen, also Emotionen sind schon auch wichtig, aber das ist für mich relevant. Gut, das wissen wir nicht und dann würde ich gleich fragen, was macht er beruflich, ja? Ist der Straßenkehrer oder ist er Bundeskanzler? Das macht schon einen Unterschied für eine Beziehung. Wie lange arbeitet er? Ist er überhaupt daheim? Bla, bla, bla. Ist wichtig, das können wir nicht einmal irgendwie konstruieren. Das steht überhaupt nicht da. Schade, ja. Würde ich fragen. Ändert für das Rundherum nicht. Also Emotionen haben sehr viel mit Stimmung zu tun und Stimmung hängt natürlich sehr viel von Informationen ab. Also was der beruflich macht, wie alt er ist, also das würde mir schon helfen, dass ich mir das plastischer vorstellen kann. So, wir führen eine recht harmonische Beziehung, in der wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Das ist sehr schön und wichtig, dass Sie das sagen, auf Augenhöhe. Ja, das ist jetzt noch nicht Eros, sondern das ist Philia. Ja, Philia ist und vielleicht auch Agape. Ja, also diese Augenhöhe ist schon, also das ist, ich glaube, ich wiederhole das bei jedem meiner Videos über die Liebe. Augenhöhe ist zentral. Wenn das nicht gegeben ist, dann hat man in der Liebe ein kräftiges Problem. Und Augenhöhe heißt ja nicht, dass der Mann weiblich ist und die Frau männlich, ja, das ist nicht Augenhöhe. Augenhöhe kann auch heißen, im Idealfall ist es auch so, dass der Mann sehr männlich ist und die Frau sehr weiblich, aber dass man sich seiner Defizite als Frau oder als Mann und der Kompetenz oder der Begabung des anderen als Frau oder als Mann sehr bewusst ist. Das wäre auch Augenhöhe und das können, also das würde ich jetzt fragen, was bedeutet Augenhöhe genau? Ist Ihr Mann sehr männlich? Sind Sie als Frau sehr weiblich? Oder ist Augenhöhe, ist das mehr so eine Freundschaft? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Mein Leben hat sich so entwickelt, wie ich es mir immer erhofft hatte. Das ist sehr schön. Das freut mich sehr für Sie. Also Sie sind glücklich verheiratet, mehr oder weniger. Sie haben 3 Kinder, 7, 5, 1. Sie sind 35, haben irgendwie ja mit 28 das erste Kind bekommen, mit 34 sozusagen das letzte. Ja, das sei auf der Papierform passt auch alles tatsächlich. Es klingt jetzt nicht heraus, dass Sie fürchterliche finanzielle Sorgen hätten oder sonst irgendwas. Schauen wir mal weiter. Ich fühle mich mit mir selbst wohl. Ich fühle mich mit mir selbst wohl. Okay. Das ist jetzt ein Stimmungsbild. Das würde ich jetzt einfach mal so zur Kenntnis nehmen, wenn Sie vor mir sitzen würden. Aber das ist ein interessanter Absatz. Und zwar weswegen? Weil eines der größten Probleme, die ich wahrnehme in Beziehungsthemen sind Menschen, die in einer Beziehung sind, aber zu sehr um sich selbst kreisen. Ja, also das
nennt Fritz Künkel, einer meiner Lieblingspsychologen oder Psychotherapeuten, nennt das Ich-Haftigkeit. Ja. Und ich fühle mich mit mir selbst wohl, könnte ichhaft sein. Ja, die Ich-Haftigkeit hat sozusagen zwei klinische Ausformungen. Das ist einerseits der Narzissmus und andererseits der Perfektionismus. Sie riechen für mich jetzt nicht wirklich narzisstisch, perfektionistisch, das kann durchaus sein. Aber es kann auch nur so eine zeitgeistige Floskel sein. Aber dass der Absatz, gut, der Absatz, den habe ich, glaube ich, selber gemacht, aber dass sie mit sich selbst beginnen, dann, aber ja, es kann auch nicht so sein, ja. Es ist jetzt nur so ein kleines, aha, ja, ich fühle mich mit mir selbst wohl. Ja, Viktor Frankl, da wiederhole ich Sachen, die ich oft wiederhole, und wenn Sie schon mehr Videos von mir gesehen haben, hören Sie das sicher häufiger, nur das kranke Auge sieht sich selber. Ne? Also ein ganz glücklicher Mensch würde, glaube ich, nicht so beginnen, sondern sagen, ich habe einen tollen Mann, ich habe tolle Kinder. Egal. Kann auch vollkommen bedeutungslos sein, ja. Also bedeutungslos, aber braucht jetzt nicht sozusagen ein großes Thema sein. Aber habe einen Mann, den ich liebe und schätze, das ist sehr schön. Ne? Dann, den ich liebe und schätze, da muss man jetzt fragen, welche Art der Liebe, weil gerade wenn Sie sagen, sexuelle Erfüllung versus Ehe, dann klingt ja das schon an, dass da ein Haken ist. Also den lieben Sie offensichtlich nicht so mit dem heißen Eros. Aber Sie lieben ihn und das ist gut. Und schätze, drei ebenfalls sehr geliebte Kinder. Und hier finde ich, abgesehen von der Einleitung, haben Sie wieder den Mann vor den Kindern erwähnt und das ist eine gute Reihenfolge. Und dazu ein mittelständisches Leben auf dem Land und einen Beruf, in dem ich mich kompetent fühle. Ausgezeichnet. Jetzt frage ich mich nur, ist da Selbsttranszendenz auch da? Ja, das ist also, wenn wir jetzt die Hierarchien der Liebe durchgehen, dann würde ich jetzt kurz nachfragen, wie schaut es aus mit der Selbsttranszendenz? Was ist das? Das ist das Wahre, das Gute und das Schöne und irgendwie meine persönliche Beziehung zum Wahren, Guten und Schönen. Würde ich jetzt fragen, sind Sie religiös? Gibt es irgendetwas sozusagen Transzendentes in Ihrem Leben? Mögen Sie Kunst? Solche Sachen würde mich jetzt interessieren. Nicht? Und was verbindet Sie mit Ihrem Mann? Eben Höheres, ja. Interessieren Sie sich für Philosophie oder ja, gehen Sie gemeinsam in Ausstellungen, das Schöne? Philosophie wäre das Wahre, das Gute ist, haben Sie dieselben Werte im Herzen? Das höre ich hier nicht heraus und das ist durchaus wichtig. Aber vielleicht kommt das noch. Und doch ist unsere Ehe vor 2,5 Jahren in die Krise geraten. Also nochmal zurück, Sie sind, glaube ich, 12 Jahre verheiratet, 12 Jahre mit dem Erich zusammen. Okay, verheiratet, ja, habe ich jetzt, sind Sie verheiratet, habe ich das irgendwo gelesen. Egal, Sie sind 12 Jahre zusammen und sind 35, also ja. Und vor 2,5 Jahren sind Sie in die Krise geraten, in der ich vor allem mich in der Verantwortung sehe. Ich sehe mich in der Verantwortung, ja, ist gut. Also Sie sind verantwortlich für die Krise, vor allem. Das höre ich einmal prinzipiell gerne. Wissen Sie, warum? Es ist sehr unschön, wenn einer sagt, wir waren in der Krise, weil mein Mann ein Trottel war oder meine Frau. Also die Fremdbeschuldigung ist immer sehr wenig konstruktiv. Das selbstkritische Denken ist prinzipiell mal sehr konstruktiv und deswegen höre ich das einmal gerne, dass Sie sich selbst so sehen, also dass Sie sich in der Verantwortung sehen. Mit diesem Zustand bin ich nicht glücklich. Mit diesem Zustand bin ich nicht glücklich. Sind Sie jetzt nicht glücklich, dass Sie verantwortlich für die Krise waren? Oder sind Sie nicht glücklich mit der Krise? Oder ist die Krise in eine Krise geraten? Ah, okay. Sie sind in eine Krise geraten, in der Sie noch stecken. Okay, ja, in einer Krise ist man nie glücklich. Mein unbedingter Wunsch ist es, als Paar gestärkt aus ihr hervorzugehen. Gut, jetzt kommt die Krise. Also seit 2,5 Jahren sind Sie in der Krise. Damals war mein Mann beruflich in einer Krise. Okay. Also das ist häufig so. Man ist
beruflich in einer Krise, auch manchmal Frau, eigentlich interessanterweise mehr der Mann. Und oft schlecht gelaunt und angespannt nach Hause gekommen. Ja. Und durch diese permanente berufliche Anspannung des Mannes entwickelt sich eine Krisensituation zu Hause. Das erlebe ich relativ häufig in meinen Paargesprächen. Auch ich hatte mit Mama damals zwei kleinen Kindern. Tatsächlich, jetzt hat sie ja noch ein einjähriges dazu. Also das haben sie ja bei Beginn der Krise noch gar nicht gehabt. Und da habe ich als Lehrerin viel zu tun, fühlte mich jedoch nicht überfordert. Also ich sehe das häufig, dass so ungefähr im mittleren Bereich des Lebens, die Kinder sind nicht mehr ganz neugeboren, aber doch noch relativ klein und jeder hat viel zu tun, er im Job, sie auch teilweise im Job und dann auch noch mit den Kindern. Und dann gibt es keine freien Valenzen, um sozusagen Krisen des anderen abzufangen. Das ist jetzt überhaupt kein Vorwurf, sondern einfach nur eine Beschreibung. Ja. Also häufig so, ja, das ist eine Art vulnerable Zeit. Ja. Die Kinder waren eben damals 5 und 3 oder sogar 4,5 und 2,5. Also das ist wirklich sehr arbeitsintensiv. Und er, jetzt wissen wir halt nicht, wie alt er war, ja, es ist in 35, da waren sie 32 und wenn er auch 32 war, ist das natürlich beruflich die Zeit des Aufbaus. Ich glaube, ich habe schon öfter erwähnt, dass ich ein Fan davon bin, dass der Mann schon ein bisschen älter ist, dass er schon, wenn er eine Familie gründet, schon etwas sozusagen, also noch nicht alles aufbauen muss, frisch, aber geht auch, aber dann ist er halt genau da in dieser Aufbauzeit. Kann sein, dass das jetzt die Aufbauzeit war. Ne? Aber jedenfalls hatten sie viel zu tun rundherum. Da war der Mann in der Krise und sie konnten es aufgrund ihrer persönlichen Arbeit auch schwer abfangen oder vielleicht hätte er sich auch nicht helfen lassen. So, da mache ich jetzt rein optisch. Ich mag das sehr gerne, wenn man die Absätze ganz sieht. Die oft schlechte Stimmung meines Mannes machte mir jedoch zu schaffen. Und ich hatte das Gefühl, dass wir uns voneinander entfernen. Und hier, das ist auf jeden Fall einmal ein Thema. Ja? Das ist auf jeden Fall ein Thema, weil wenn er beruflich belastet ist, dann merkt er das zwar irgendwie, aber merkt es nicht so stark, wie häufig die Ehefrau es merkt. Komischerweise. Also Frauen sind manchmal sensibler für die männlichen Emotionen als der Mann selber. Das finde ich immer wieder bemerkenswert. Also ich hatte mal eine Chefin, die war Oberärztin und ich war damals Assistent und die hat vor mir gespürt, dass mich was stört zum Beispiel. Das war wirklich erstaunlich. Die ist vorne gestanden beim Patienten mit der Fieberkurve, ich hinten und sie sagte, Herr Assistent, Sie sind nicht einverstanden. Und ich habe dann kurz nachgedacht und sage, ja, tatsächlich bin ich nicht einverstanden. Aber die hat vor mir Emotionen wahrgenommen. Meine Frau kann das auch. Entschuldigung, jetzt habe ich kurz von mir geredet. Ich bin schon wieder bei Ihnen. Lara, glaube ich. Was haben wir gesagt? Lara, liebe Frau F ist eigentlich besser. Frau F, bin ich schon wieder bei Ihnen. Dass diese schlechte Stimmung des Mannes eher gar nicht so wahrnimmt oder so spürt, wie es sie spürt. Ja. Das machte mir zu schaffen und dann wäre es gut, es anzusprechen gleich. Und ich hatte das Gefühl, dass wir uns voneinander entfernen. Also hier ist es gut, wenn die Frau Signale sendet. Du, wir brauchen mehr Zeit miteinander oder wir müssen mehr reden oder du mich mehr streicheln oder ich brauche mehr körperliche Kontakt. Also wenn sie spüren, ja, wie gesagt, Mann und Frau sind verschieden und haben verschiedene Qualitäten und emotionale Sensibilität gehört wirklich nicht zu den männlichen Kernkompetenzen. Gibt schon Männer, die das können, aber viele können es nicht.
oder nicht so gut. Frauen eben sind sensibler. Und dann, Lara, ist es auch gut, wenn man, also jetzt im Nachhinein so ist es leicht gescheit zu sein, aber ich meine, das ist ja ein öffentliches Video und deswegen. Es ist gut, wenn Sie das ansprechen, liebe Ehefrauen, die jetzt hier zuhören und die in der Situation sind, viele Menschen, ja, besonders eben Frauen. Der Mann kommt schlecht gelaunt nach Hause und merkt es vielleicht kaum. Und dann ist es, da ist es gut, das wirklich direkt anzusprechen mit Lösungsvorschlägen. Ja. Oft saßen wir abends nur noch vor dem Fernseher und unterhielten uns wenig. Das ist ein Thema. Ja. Also ich empfehle, ich wiederhole mich gerne, ich wiederhole mich jetzt ein Leben lang und das kommt dann hoffentlich bei vielen Leuten an. Ich empfehle einmal in der Woche einen Eheabend, eine Zeit, wo man sich miteinander austauscht und zwar nicht über die Kinder oder über das Haus, sondern über sich selber, über die Beziehung. Ja. Und da sehe ich, also wenn das passiert ist, dann haben Sie offensichtlich monatelang keinen Eheabend gemacht. Sie haben sich nicht wirklich ausgetauscht. Was spricht man im Eheabend? Wie geht es mir mit mir? Wie geht es mir mit dir? Und dann, wie geht es dir mit dir? Und wie geht es dir mit mir? Also sozusagen vier Themen, ja. Wie geht es mir mit mir? Ich habe schreckliche Probleme, sagt der Mann dann, in der Arbeit, weil, ja. Und ich fühle mich unzulänglich oder ich werde keine Karriere machen oder ich fühle mich als Versager oder was auch immer, ja. Wie geht es mir mit dir? Naja, ich wünschte mir mehr Unterstützung oder du bist auch schlecht gelaunt. Und dann sagt sie eben auch, pass auf einmal, es macht mir zu schaffen, wenn du nach Hause kommst und deine Probleme mitnimmst. Und er sagt dann, wow, wieso nehme ich meine Probleme mit? Ich sag doch gar nichts. Ja, du sagst nein, nichts, aber du bist so wortkarg und sagst viele Sachen. Also verstehen Sie so, also es ist herrlich, ja. Es ist so erfrischend und entspannend. Also das sage ich Ihnen als Psychiater, was sage ich Ihnen auch als Ehefrau. Sprechen Sie die Sachen an. Ja? Also viele Frauen halten zurück, weil sie nicht wissen, was passiert dann. Aber wenn es gesagt ist, ist es nur mehr halb so schlimm. Ja? Und ein normaler Mann, der sagt dann, aha, dann mache ich es halt anders. Also jeder Mann ist anders, aber prinzipiell ist das, also ein Eheabend ist etwas überraschend an Entspannendes, ja. Und also entspannend im Sinn von nimmt die Spannung raus. Und das haben sie hier nicht gemacht. Und monatelang, vielleicht jahrelang, ja. Also da waren sie schon fast 10 Jahre, 9 Jahre waren sie verheiratet, ja. Also da müssen sie aufpassen, dass da keine Routine im negativen Sinn rein. Also routiniert ist ja was Gutes, aber Routine in einer Ehe ist gefährlich, so auf die Art, ja, okay, den oder die habe ich sowieso automatisch. Ich muss mich auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Das ist falsch. Ja. Die wichtigste Sache, also der wichtigste Mensch auf Erden ist immer unser Ehepartner und niemals unsere Kinder. Und der Ehepartner ist nicht der gemeinsam mit mir vor dem Fernseher sitzt. Also ich meine manchmal schon, aber das ist eben nicht die Definition, sondern da geht es auch um diese Freundschaft des Kopfes, diese Philia. Ja. Offensichtlich waren sie sich ihrer Sache zu sichern. Ja, wenn sie sagen, wir verstehen uns, irgendwo sagen sie das. Entschuldigung, ich tue da jetzt kurz. Einen Mann, den ich liebe und schätze und also eine recht harmonische Beziehung. Das ist ein, alles das, was sie da schreiben, ist eine Momentaufnahme. Ja? Das muss man pflegen, hegen und pflegen mit Gesprächen, 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 mit Kuscheln, mit Sex, mit also nicht also das Feuer, das sie da haben, um ein neues Bild zu kreieren, das muss ständig, braucht ständig neue Nahrung, ja? Neues Holz. Das ist so, wie wenn man religiös ist, aber nie betet. Ja? Dann ist man im Grunde nicht religiös. Also ein spiritueller Mensch braucht es, die Spiritualität eines Menschen braucht es, dass man auch betet. Ja? Und eine Ehe braucht es, dass man redet. Das ist sozusagen das Gebet. Ja, sie können auch nicht erziehen, indem sie den Kindern ein Buch in die Hand drücken und sich um sich selbst kümmern. Ja? Also Beziehung braucht eben Kommunikation, braucht Begegnung und braucht eben nicht den Fernseher. Also die Einführung des Fernsehers vor, ich weiß nicht, was war das, 50 Jahren wahrscheinlich, ungefähr so.
Also sie jedenfalls flächendeckend hat ganz viel kaputt gemacht in den Ehen. Jetzt wird der Fernseher eh weniger, weil die Leute vor ihrem Computer sitzen. Dadurch macht es das nicht besser. Und sich irgendwelche schlaue YouTube-Videos anschauen, wie zum Beispiel meine. Ja, sie können ja auch zu zweit. Das ist übrigens, also wenn Sie Beziehungsvideos gemeinsam anschauen und nachher noch darüber reden, dann lasse ich das gelten als Eheabend. Ja, wenn Sie immer wieder auf Stopp drücken und der Bonelli bleibt dann irgendwie freeze und dann reden Sie darüber, ob der es einen Blödsinn sagt oder ob das eventuell hilfreich ist. Das würde ich akzeptieren gerade. Ja. Aber sich nur Bonelli anschauen und nachher abdrehen und dann ja nur passiv bleiben, das wäre zu wenig. Okay, also hier haben wir schon einmal einen, aber das wissen Sie eh, ich versuche es jetzt nur zu analysieren, dass das natürlich, also ich weiß schon, dass Sie da voll schon problembewusst sind, aber trotzdem muss ich jetzt darauf hinweisen, ja. Wir wollten ein drittes Kind, doch wir schliefen nur selten miteinander. Ja, wir wollten ein drittes Kind, da sind Sie sich noch einig und das ist ein tolles Projekt. Ein drittes Kind ist ein tolles Projekt, ein viertes Kind übrigens auch. Doch wir schliefen nur selten miteinander. Gut, Sie schliefen selten miteinander. Das ist ein schönes Bild, ja, das Sie da bringen, weil Sie sitzen vor dem Fernseher, Sie entfernen sich emotional voneinander und das ist der Grund, warum Sie zu wenig miteinander schlafen. Ja. Und da ist jetzt wieder das Thema. Ich empfehle Ehepartnern häufig 666. Ja, also es ist gut, gerade dann, wenn sozusagen diese Spannung des Eros abnimmt und wenn man nicht übereinander herfällt, wie beim ersten Mal sozusagen. Gerade dann ist es gut, sich auch mit dem Herz, mit der Agape immer wieder neu zu entscheiden, dass man sich immer wieder auch eben körperlich liebt und weil es eine Sprache der Liebe ist, ja, also das gehört ja so eng zusammen, ja, und da gibt's ja auch relativ viel menschliche Erfahrung dazu, dass das natürlich je intensiver dieses Sexualleben zwischen Mann und Frau auch in einer langjährigen Ehe abläuft, umso geschützter ist man eben für äußere Einflüsse. Gut. Nächster Absatz. Als ich dann schwanger wurde, kam es zu einer frühen Fehlgeburt. Oh je. Also das ist immer ein schwerer Schlag und eine Erschütterung. Kommt jetzt drauf an, in welcher Woche das ist. Nicht? Also ist das jetzt in der vierten, fünften Woche, dann würden Sie es wahrscheinlich kaum erwähnen, aber wahrscheinlich war es in der achten, neunten, zehnten, elften, zwölften. Und das ist wirklich bitter. Oder vielleicht war es, also wenn Sie sagen früher Fehlgeburt, dann war es halt dann eher so. Und diese Erfahrung geprägt, beschlossen wir, keine weiteren Kinder bekommen zu wollen. Okay, da hatten Sie zwei, jetzt haben Sie ein drittes trotzdem, aber Sie haben dann, ja, wann war das, diese Schwangerschaft? War das zu Beginn der Krise? Also dann war es ungefähr vor 3 Jahren. Naja, also finde ich irgendwie, da würde ich jetzt nachfragen. Also Sie wollten ein Kind, dann hatten Sie eine Fehlgeburt. Also dann, Sie haben das Kind früh verloren. Also was weiß ich, was war das, 6. Woche? Whatever. Und dann entscheiden Sie sich, kein Kind mehr zu bekommen. Okay, das würde ich jetzt einmal, das verstehe ich jetzt einmal nicht. Ja, also und da weiß ich wirklich, wovon ich spreche. Also eigentlich ist es, das gehört auch zum Zeugungsprozess dazu, dass ein Kind sich nicht hält. Vielleicht ist es auch so schwer geschädigt, dass es halt nicht geht. Also das ist ja, würde ich jetzt nicht das Signal der Natur empfinden, dass es nicht mehr sein soll. Ich meine, Sie waren jetzt da auch noch nicht so alt, dass man sagt, das geht sich nicht mehr aus. Ne? Also, aber bitte, ich meine, jeder wie er will, aber vielleicht haben Sie sich auch aus anderen Gründen entschlossen, dass diese Fehlgeburt dann nur vorgeschoben ist. Sie haben sich irgendwie gemeinsam noch ein Kind gewünscht, aber sie haben sich dann emotional zu weit schon voneinander wegentwickelt und haben halt dann noch sozusagen pro forma sind sie noch beim Kinderwunsch geblieben und dann kam es zur Fehlgeburt und das haben sie dann
mehr oder weniger vorgeschoben, weil sie in Wirklichkeit gar kein Kind mehr miteinander wollten. Vielleicht war es das also sozusagen ein Ausdruck ihrer Entfremdung voneinander. Natürlich, das macht natürlich Sinn, wenn man sich entfremdet, will man dann auch kein Kind mehr miteinander. War es aber natürlich die Entfremdung noch ankurbelt. Ich fühlte mich befreit. Das ist total komisch. Da frage ich jetzt wieder nach. Sie fühlten sich befreit. Ich meine, sie wollten ein Kind, sie haben ein Kind verloren und dann haben sie beschlossen, keines mehr zu bekommen und dann fühlten sie sich befreit. Also wollten sie jetzt ein Kind oder wollte er ein Kind und sie haben mehr oder weniger zugestimmt, also mit widerwillig, mehr oder weniger widerwillig zugestimmt. Was genau war das für eine Befreiung, würde ich jetzt fragen. Was für eine Art von Freiheit ist das? Weil sie wollten ja, wir wollten ein drittes Kind. Also hier, Sie merken, hier spießt sich ein bisschen und das ist interessant. Als Psychiater bin ich immer auf der Suche nach Dingen, die sich spießen. Weil sie wollen ein Kind und dann kriegen sie keins oder sie verlieren eins und dann fühlen sie sich befreit, keins mehr machen zu müssen. Okay. Und hatte große Lust, mich wieder mehr um mich selbst zu kümmern. Also das ist natürlich nach diesem Konzept der Ichhaftigkeit ein gefährlicher Satz. Den kann man auch richtig verstehen. Ja, das ist jetzt noch keine große, um Gottes Willen, sie kümmert sich um sich selbst. Aber oft ist das ein Satz von großem Egoismus und von dramatischen Folgen für die Ehe. Ja, also ich habe den Satz schon so häufig als Anfang des Untergangs gehört, deswegen stellt sich bei mir da mal alles auf. Aber wie gesagt, der Satz kann auch richtig gemeint sein. Ja, also das ist jetzt nicht hundertprozentig, aber ich habe große Lust, um mich selbst zu kümmern. Hat auch nichts mit Priorität, mit Selbsttranszendenz zu tun, sondern eigentlich nur ein sozusagen Rückfall in die Egozentrik. Aber wie gesagt, kann auch missverständlich formuliert sein und deswegen würde ich jetzt einfach einmal wertfrei nachfragen, was genau ist damit gemeint. Ja? Aber es ist eben leicht möglich, dass Sie sagen, okay, du bist jetzt abweisend, du bist in der Krise und jetzt lebe ich für mich und du hast für mich und du und die Familie hat es für mich weniger Rolle als zuvor und jetzt lebe ich mein eigenes Leben. Es kann so gemeint sein, wie es hier steht, nämlich als Rückzug in den Egoismus und das ist, wie gesagt, für eine Liebe natürlich eine schwere Belastung und manchmal auch der Todesstoß. Und gleich nach diesem Satz kommt jetzt ein Herr Sören ins Spiel. Sören kannte ich schon von zwei gemeinsamen musikalischen Projekten. Okay. Wir verstanden uns auf der intellektuellen Ebene sehr gut. Bei einem Treffen entstand dazu dann eine körperliche Anziehung. Na, das geht aber schnell, ne? Also Sie haben große Lust, sich wieder mehr um sich selbst zu kümmern und also sozusagen ohne einen Zwischensatz kommt gleich der Herr Sören ins Spiel. Bei einem Treffen entstand eine körperliche Anziehung. Den kannten Sie schon länger. Die körperliche Anziehung war zumindest noch nicht da oder Sie haben sie nicht gefühlt. Aber da haben Sie sie jetzt dann erstmals richtig gern zugelassen, also auch in der Wahrnehmung zugelassen. Gut. Bis dahin war ich in meiner Ehe, also jetzt eben Ehe. Jetzt ist es klar, oder wahrscheinlich ist es schon vorher, aber trotz regelmäßiger Angebote und Möglichkeiten nie in Versuchung gekommen, meinen Mann zu betrügen. Aus Prinzip nicht und auch, weil keiner dieser Männer eine Anziehungskraft für mich bezahlt. Also da, Sie sind sehr geordnet, fällt mir auf. Also es wäre jetzt, wenn Sie jetzt sagen, kein Wunder, ich höre viel Bonelli, würde ich mich darüber freuen, aber sie können auch aus anderen Gründen geordnet sein, aber nicht vom Herzen. Das Prinzip ist das Herz. Ja? Ich betrüge meinen Mann nicht, ist ein Prinzip, das viele Menschen im Herzen tragen. Also vom Herz her
haben sie ihrem Mann, also sie sind nie in Versuchung gekommen, ja, aus Prinzip nicht. Und dann auch, weil keiner dieser Männer eine Anziehungskraft auf mich besaß. Das ist eine schöne, also das wäre der Bauch, ja. Aber jetzt sage ich noch was, diese zwei Dinge hängen auch sehr eng miteinander zusammen. Und deswegen ist dieser Satz mit, ich kümmere mich jetzt mal um mich selbst, so wichtig. Aber ich behaupte, Sie sagen ja, den Sören, den kannten Sie schon lang. Oder lang sagen Sie nicht, aber den kannten Sie schon vorher. Und er war ja immer so, wie er ist, ne? Und offensichtlich haben Sie das dann zugelassen aufgrund dieses, ich kümmere mich um mich selbst, ne? Also dieses, das, wenn das Prinzip sich vom Herzen her lockert und sagen, schauen wir mal, wer sich so für mich interessiert, dann ändert das auch das. Also das ist scheinbar so plötzlich, also viele Ehebrecher, männlich jetzt, erzählen mir das so, plötzlich haben sich alle Frauen für mich interessiert und sagen, nein, ihr Fokus ist anders. Also sie waren total konzentriert auf ihre Ehefrau und dann haben sie wahrgenommen, dass auch andere Frauen auf sie stehen oder dass sie die haben können, nicht? Und so würde ich das jetzt auch also deuten, ohne, aber würden Sie vor mir sitzen, würde ich es Ihnen nicht so erklären, sondern würde eben nachfragen, ob das bei Ihnen auch so ist, weil muss ja nicht so sein, aber es ist meistens so eine Mischung, ja, zwischen, okay, das Prinzip relativiere ich jetzt ein bisschen, weil ich muss mich ja jetzt um mich kümmern, ne, da, große Lust, wieder um mich selbst zu kümmern und deswegen ist das Prinzip nicht mehr ganz so wichtig und dann nehme ich jetzt, schaue ich ja mal, ja, weil ich habe bis jetzt auf meinen Mann geschaut, jetzt schaue ich mal, ob es da noch andere Männer gibt. Ne. So, also beim Sören war das anders mit der Anziehung. Also er hatte eine Anziehung und plötzlich kamen sie in diese Versuchung, in der sie nie waren. Aber ich behaupte, ich gehe jetzt nochmal zurück, sie waren auch nie in einer Versuchung, weil sie die Versuchung auch nicht innerlich zugelassen haben. Also da gibt es schon, wissen Sie, das, also die drei Instanzen des Menschen sind schon auch miteinander verbunden. Und ich glaube schon, dass dieser Satz offensichtlich, dass sie, dieser Satz, ich hatte große Lust, wieder mich mehr um mich selbst zu kümmern. Ja, große Lust ist ja auch ein Bauchgefühl. Dass da auch, dass sie da mehr Offenheit für den Sören entwickelt haben. Also bei ihm war es anders. Ich konnte der Versuchung seiner männlichen Ausstrahlung nicht widerstehen und ließ mich auf ihn ein. Naja, schade, da erzählen Sie uns ein bisschen wenig, weil das ist ja, weil da erzählen Sie ja im Grunde von einem, ich ließ mich auf ihn ein, da geht es um einen Geschlechtsverkehr. Danach bereute ich, meinen Mann betrogen zu haben, weil ich ihm treu sein wollte und es gegen meine Prinzipien war, fremd zu gehen. Ja, so sind sie wieder beim Herz. Ja, ich bereute es. Das ist die Reue, eine Emotion, die aber sozusagen aus dem Herzen kommt oder mit dem Herzen zu tun hat. Das ist eine Bauch, schon ein Bauchgefühl, aber das mit der Person, mit dem Herzen zu tun hat. Aber sie haben ihn betrogen. Und das heißt, das geht sehr schnell. Also sie erzählen bei Sören, das ist das erste Mal, dass der wirklich, dass ich in Versuchung gekommen bin und sie sind dieser Versuchung auch sofort, da sind sie auch sofort reingekippt. Ja, also ist gut nachvollziehbar, kann man verstehen. Aber da erzählen sie uns wenig. Also mir geht es jetzt nicht um technische Details, ja. Also nicht im Sinn des Voyeurismus, sondern was ist da abgelaufen in ihnen? Sie sind verheiratet, das hören, das sagen sie nicht. Aber meines Wissens auch, weil es gibt ein bisschen eine Hintergrundinformation, die sie nicht schreiben, aber die sie mir gegeben haben, dass das ein relativ bekannter Mann ist, Musiker, der eben mit einer starken männlichen Ausstrahlung und das wäre jetzt für mich sehr wichtig zu wissen, wie erfolgreich ist dieser Sören im Vergleich zu ihrem Mann, ja, weil oftmals passiert, dass diese starke männliche Ausstrahlung hat eben auch mit männlichem Erfolg zu tun und mit eben damit, wie viel Frauen sich schon bei dem anstellen, das macht attraktiver interessanterweise. Ja, wir Menschen sind halt so gestrickt. Ja, manche Frauen sagen auch, es ist ein Wahnsinn, dass dieser Superstar sich genau für mich interessiert. Ja, das ist der Beginn einer Affäre oftmals oder eines, in dem Fall eines Ehebruchs, ja.
Aber hier müssten wir, also wenn es jetzt um eine Therapie ginge, ja, und möglicherweise ist das etwas, was Sie dann auch machen sollten, dass Sie da zu einem Kollegen gehen, wo auch immer Sie wohnen. Aber ich weiß, wo Sie wohnen, also dass Sie dort zu einem Kollegen gehen oder auch Skype-Termine mit mir machen. Also Sie werden das Video natürlich vor November sehen, weil sonst ist das natürlich nicht mehr relevant, höchstwahrscheinlich, oder vielleicht auch schon. Egal, Sie werden das gleich so bald sehen. Aber hier würde ich mit der Lupe hinschauen, ja. Also was ist da genau passiert? Also einfach nur sagen, seine Versuchung war so stark, weil er so sexy war und deswegen konnte ich nicht widerstehen. Also das Wort konnte würde ich jetzt einmal, das würde ich einmal kritisch hinterfragen, dieses Wort konnte. Sie konnten nicht, wahrscheinlich, weil sie auch nicht mehr so stark wollten, ja. Das ist ein geheimnisvoller Zusammenhang zwischen Können und Wollen. Das ist beim Ehebruch meistens so. Man will das irgendwie, will man den Ehebruch nicht, aber man spielt ein bisschen damit. Ja. Also man weiß, der Mann, dieser Sören ist super sexy für mich und ich bin verheiratet und das kommt für mich nicht in Frage. Aber naja, ich kann mich ja mal mit ihm treffen und so ein bisschen schlüpfrige Gespräche können wir schon führen und ja. Wenn er mich zufällig berührt, dann werde ich nicht zurückzucken, weil irgendwie ist das schon schön. Also verstehen Sie, diese Details wären interessant, weil da war Ihr Herz offensichtlich dabei. Da haben Sie sich auch wirklich willentlich auf ein Abenteuer eingelassen, weil Sie stellen so dar, als das einfach passiv über Sie gekommen ist. Also Sie konnten seiner Ausstrahlung nicht widerstehen. Na, da sagen Sie schon aktiv, ich ließ mich auf ihn ein, ja. Also da sind Sie schon noch, da ist Ihnen schon noch bewusst, dass das auch eine, dass Ihr Wille, Ihr Herz sozusagen da auch dabei war. Ne? Aber natürlich kommen dann am nächsten Tag meistens, ja. Das ist so ein Abenteuer, ist eine Kurzfristigkeit. Man denkt nicht am Morgen, aber am nächsten Tag sagt man dann, was habe ich getan? Das ist der Klassiker. Kurzfristigkeit, Langfristigkeit, ja. Hätten Sie langfristig geplant, hätten Sie sich das wahrscheinlich nicht gegeben. Danach bereute ich es, meinen Mann betrogen zu haben, weil ich ihm treu sein wollte. Genau, weil Sie von sich das Bild haben mit Ihren Werten. Ich halte es für richtig, meinen Mann nicht zu betrügen. Das ist stimmig und das haben die meisten Menschen. Und ja, damit kommt man eigentlich gut durchs Leben. Und Sie haben sich... Und es gegen meine Prinzipien war, fremd zu gehen. Okay, also wir fassen jetzt einmal den Absatz zusammen. Geschlechtsverkehr, nehme ich mal an, ja. Und nachher Reue. Okay, jetzt schauen wir mal. Nächster Absatz. Doch das, was ich mit Sören erlebt hatte, konnte ich nicht bereuen und auch nicht vergessen. Oje, okay. Jetzt wird es schwierig. Wahrscheinlich würden Sie jetzt ein bisschen lächeln und ich würde jetzt wahrscheinlich auch lächeln in der Therapiesituation und wir würden schon einander verstehen. Das ist jetzt was zutiefst Menschliches. Das heißt, die Prinzipien sind klar, ja, das Herz ist klar, aber der Wow-Effekt von dem, was der Bauch da erlebt hat, ist natürlich umwerfend, ne? Aber das ist interessant, wie Sie das sagen. Ich konnte es nicht bereuen und ich konnte es auch nicht vergessen. Sie können ja auch sagen, das war super aufregend und total sexy, aber Sie sagen gleich, dass Sie es nicht bereuen konnten. Und deswegen ist es nicht nur allein auf der Bauchebene, sondern da ist auch Ihr Herz dabei. Ihr Herz ist da ein bisschen gespalten. Und das ist wichtig für die Auflösung dieses Themas. Man kann auch sagen, das war der beste Sex ever, aber ich bereue es. Und Sie können sagen, ich bereue es nicht, weil es der beste Sex ever war. Aber trotzdem bleibt es ja, entspricht es nicht Ihren eigenen Werten. Ja, also ich beurteile Sie nicht, das machen Sie selber. Ja. Also es bleibt ja ein Ehebruch, verstehen Sie, auch wenn es total sexy war. Ja. Also ich meine, Ehebruch ist ja nicht nur dann verwerflich sozusagen, wenn es nicht lustig ist. Oder wenn er misslingt, ja. Also ich hatte mal eine Patientin, wir haben herzlich gelacht, wie ich sie gefragt habe, sind Sie mal fremdgegangen? Und sie sagt,
Naja, theoretisch einmal, aber der Mann ist so schnell gekommen, das gilt gar nicht. Also das war ja überhaupt nichts. Ja. Und dann das hat sie zu lachen begonnen und ich auch. Das ist irgendwie skurril. Ja. Also Ebo bemisst sich nicht daran, ob es lustig oder nicht lustig ist. Und auch wenn es ganz toll war, ist es eben trotzdem moralisch genau dasselbe, wie wenn es nicht so toll war. Und deswegen ist das Bereuen sehr interessant. Das Nicht-Vergessen-Können ist was anderes. Ja, wenn das der Sex ihres Lebens war, dann können sie es natürlich viel schwerer vergessen. Aber warum ich da so darauf herumreite, ist, weil ihr Wille da dabei ist. Im Sinn von, das war so ein guter Sex. Und deswegen will ich es gar nicht bereuen. Ich will das nicht missen, so sagen Leute. Ne? Aber ich finde, man kann auch Sachen, die sich toll angefühlt haben, als im Nachhinein als negativ beurteilen und sagen, eigentlich wäre es besser gewesen, ich hätte es nicht gemacht. Ja. Okay, ein wichtiger Satz. Das ist ein wichtiger, vielleicht komme ich später nochmal darauf zurück, weil das ist so ein Schlüsselsatz, wo ihr Herz steht. Ne? Bis dahin dachte ich, dass ich mit meinem Mann eine erfüllte Sexualität hatte. Oh je. Doch an diesem Tag und bei den wenigen weiteren Treffen, eineinhalb Jahre nach dem ersten Mal, mit meiner dritten Schwangerschaft dazwischen, eineinhalb Jahre später, wow, aber ich nehme mal an, dass der Sören jetzt nicht der Vater vom Kind ist. Ne? Erlebte ich eine Art von Sex, die alles bisher Erlebte in den Schatten stellt. Gut. Sie hatten halt einfach umwerfenden, also außerirdischen Sex miteinander. Ja. Ein paar Mal haben sie es wiederholt. Ja. Also da war ein erstes Mal, dann haben sie sich zurückgezogen. Aber da sie Kollegen sind, offensichtlich, ist es dann noch ein paar Mal passiert nach der Schwangerschaft. Ja, das ist, ja. Und das Dilemma, in der sie stehen, dass das die erfüllte Sexualität mit ihrem Mann sozusagen in den Schatten stellt, das ist das Problem dabei. So, und jetzt erzählen Sie noch im Detail, bitteschön, jetzt kommen die Voyeuristen zu ihrem. Der Redenseher übernahm dabei komplett die Führung, war dominant und heftig, wahrte jedoch alle meine Grenzen. Es war keine Technik, die es besonders machte, sondern vielmehr sein Temperament, das so gut zu meinen komplementären Bedürfnissen passte. Ja, es tun sie da schon ein bisschen idealisieren. Also das müssen wir jetzt ein bisschen richtigstellen. Ja, also sie hatten heißen leidenschaftlichen Sex. Und er war sehr männlich. Also sie haben auch seine Männlichkeit erwähnt bei der Versuchung. Da war irgendwas mit Männlichkeit, seiner männlichen Ausstrahlung. Deswegen ist es für mich so wichtig zu wissen, wie männlich ist ihr Mann? Ja? Oder ist das eher so der empathische Typ, so der Waschlappenmann? Oder das eben, wo die Männlichkeit einfach nur eher theoretisch da ist? Wahrscheinlich ist der Vergleich, also da ist der Sören offensichtlich sehr viel männlicher. Und wenn Sie sagen, er übernahm komplett die Führung und war dominant und heftig, ohne dass er halt sie vergewaltigt hat, dann schließe ich daraus, dass das der Mann so nicht, ihr Ehemann so nicht macht. Wie haben wir denn genannt jetzt? Interessant, dass Sie den Ehemann nicht mit Namen nennen, aber dann Sören schon. Erich, ja, also der Erich im Vergleich macht das der Erich nicht. Der Erich bleibt auch in ihrer Beschreibung hier sehr blass. Ja. Er kommt nicht gut weg. Und das sagt natürlich etwas auch über ihre Sicht, ne, über diese zwei Männer. Ja, das ist für sie der Superstar. Und er ist ja auch ein Superstar, er ist ein bekannter Mann. Also den findet man, der ist präsent, er ist bekannt, man kennt ihn. Und wenn der sie sozusagen nimmt und sie sich dem Dominanten unterwerfen können, dann ist das super erotisch. Ja? Also da gibt es viele Studien darüber, dass das oft so ist. Also ich habe in meinem Mann-Frau-Buch, jetzt habe ich mir die
in diesem Mann-Frau-Buch fange ich genau mit diesem Thema an. Ja? Also, dass Frauen sich oft ganz was anderes wünschen, als öffentlich kommuniziert wird, und die wünschen sich eben oft genau sowas. Also das wundert mich überhaupt nicht, ja, dass das bei ihnen gut ankommt. Und es war keine Technik, die es besonders machte, sondern vielmehr sein Temperament. Naja, das ist jetzt, passen Sie auf, jetzt werden Sie, da werden Sie mir jetzt zu philosophisch, sein Temperament, das so gut zu meinen komplementären Bedürfnissen. Ich meine, das ist jetzt auch, das dürfen Sie nicht vergessen, Sie hatten vielleicht 3-4 Mal Sex mit dem, und das war verboten, und das war halt, sagen wir mal, nicht geplant, und es ist Sie überkommen, war halt super leidenschaftlich. Also meistens ist ein Ehebruch sehr viel aufregender als die eheliche Begegnung. Ja. Das heißt nicht, dass Sie da mehr geliebt haben. Ganz sicher nicht, ja, sondern die Illusion ist meistens dabei, dass man glaubt, dass es mit dem so bleiben würde, mit dem Sören. Würde es ganz sicher nicht. Das gebe ich Ihnen schriftlich. Also schreibe ich Ihnen sofort ein medizinisches Gutachten darüber. Das würde natürlich nicht so bleiben. Ja, also der Sex würde vielleicht technisch gleich bleiben, als würde sich nicht immer gleich so wow anfühlen. Ja. Gleichzeitig kann man sagen, okay, wie männlich ist Ihr Mann? Daran kann man natürlich arbeiten. Ja. Weil das wissen wir nicht. Also wie gesagt, der bleibt blass, aber der bleibt auch irgendwie nicht greifbar, und vielleicht hat er ein Männlichkeitsproblem, und vielleicht macht sie das anfällig für sozusagen echte Männer, ja, weil der Sören ist zweifellos ein echter Mann. Aber dann würde ich daran arbeiten, an der Männlichkeit und natürlich auch an der Weiblichkeit, ja, weil natürlich je weiblicher die Frau wird in einer Beziehung, umso männlicher kann der Mann dann sein. Und jetzt würden Sie natürlich sofort antworten, ja, aber der Sören, der hat mich halt zur Frau gemacht, und deswegen, ja, fanden Sie das so super. Ne? Kann ich eh gut nachvollziehen, aber nun haben Sie mal mit dem Erich 3 Kinder und nicht mit dem Sören. Also ich hoffe, dass das dritte nicht vom Sören ist, aber ich nehme mal an, dass das nicht so ist, sonst hätten Sie es erwähnt, ja. Ich hoffe deswegen, weil dann wären Sie noch viel mehr im Dilemma, aber egal, es ist eh nicht so. Ich denke mir immer ganz viele Möglichkeiten aus. Es war keine Technik, ja, das glaube ich schon. Ja. Es war halt die pure Leidenschaft. Da wäre jetzt schon interessant, ist er verheiratet oder nicht? Und ich glaube, er ist es. Und damit, ich meine, ist das jetzt ohnehin überhaupt keine Option. Ne? Also, aber schauen wir mal, wie sie weiter. Also wie gesagt, ich würde jedenfalls nicht eine mehr oder weniger einmalige Affäre oder eine 3-4-malige sexuelle Begegnung mit dem sexuellen Alltag in einer Ehe vergleichen. Das ist, glaube ich, das ist ein Denkfehler, den Sie da haben. Inzwischen habe ich die Affäre beendet. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, wenn Sie 3 kleine Kinder haben. Jedoch nicht, um auf den richtigen Weg zurückzukehren. Okay, sondern, ich meine, Sie haben immerhin gesagt, dass das Ihre Werte sind. Also insofern hat das schon, also macht das Sinn, wenn ich sage, es entspricht nicht meinen Werten. Deswegen, lieber Herr Sören, höre ich auf mit dir, Sex zu haben, weil ich bin verheiratet, ich habe 3 kleine Kinder und du bist auch verheiratet und hast Kinder, und irgendwie passt das jetzt für mich nicht. Aber also nicht auf den, der richtige Weg ist ja nichts anderes, als ich verhalte mich entsprechend meinem Herzen, meinen Werten. Also nicht deswegen, das ist erstaunlich, sondern weil ich mich der emotionalen Achterbahn, die sie mit sich brachte, nicht mehr aussetzen wollte. Ja, also okay, das war also sozusagen ein Bauchargument. Ja. Also natürlich, sie hatten mit dem mehr oder weniger den Sex ihres Lebens, und danach ging es auf und ab und auf und ab, und dann wollten sie wieder und auch wieder nicht, und dann hatten sie Reue und dann hatten sie Schuldgefühle und Angst, dass der Erich draufkommt, und dann haben sie nicht, also das, so würde ich das jetzt einmal beschreiben, und wahrscheinlich würden Sie jetzt sagen, genau so war es. Ne? Das ist eine emotionale Achterbahn, ja, nachdem er den sozusagen Jahrhundertsex hat mit jemandem. Da würde ich jetzt fragen, okay, Sie finden den extrem männlich und super sexy, aber ich meine, sind Sie jetzt total verliebt in den oder nicht? Das kommt bei mir nicht an. Und ich meine, dieser Mann, also der nächste Satz ist dann noch
interessanter, ja. Doch diese Art von Sex vermisse ich sehr. Ich meine, Sie sagen jetzt nicht, ich vermisse den Sir immer, das ist der Mann meines Lebens, sondern Sie sagen, diese Art von Sex vermisse ich sehr. Also, interessant. Jede Faser meines Körpers sehnt sich danach. Ja, ja, das höre ich immer wieder von Frauen. Aber da sind sie total überhaupt nicht personal. Ja, da sind sie ja total in sich selber. Ja. Also da habe ich jetzt sozusagen eine Technik kennengelernt. Sie sagen zwar, es ist keine Technik, aber am Ende ist es ja, sie beschreiben ja, also sie lösen sie erst richtig von der Person ab. Diese Art von Sex vermisse ich sehr. Also da kommt schon was durch, also bei diesem Satz. Diese Art von Sex vermisse ich sehr. Nicht den Sir. Und danach bleiben, und da bleiben sie eben in dieser Ich-Haftigkeit, ja, in diesen Kreisen um mich selbst. Ja, wer kann es mir am besten besorgen? Oder wie komme ich am besten zu meinem Höhepunkt? Das ist natürlich keine Frage. Das ist keine Art, wie man jemanden liebt. Und dann lieben sie ja auch nicht den Sören und haben zufälligerweise den Falschen geheiratet, sondern der besorgt sie ihnen einfach besser. Also das ist die Zusammenfassung, ja. Das ist ja noch keine, also das ist keine Verurteilung, sondern einfach nur eine Beschreibung. Da haben sie einen Mann gefunden, der besorgt sie ihnen besser, ja. Aber irgendwie kommt auch nicht wahnsinnig an, dass sie eben, wie gesagt, in den total verliebt sind und eigentlich hätten sie gerne den geheiratet, aber leider haben sie mit dem anderen schon so viele Kinder. Das höre ich ja gar nicht so raus. Aber schauen wir mal, was noch kommt. Während der Zeit der Affäre, von der mein Mann nach wie vor nichts weiß, wow, hatte ich viele gute Gespräche mit meinem Mann über unsere Bedürfnisse auf allen Ebenen und wir haben uns wieder sehr angenähert und haben auch regelmäßig circa zweimal pro Woche Sex. Moment. Also während der Zeit der Affäre hatten sie viele gute Gespräche. Während der Zeit der Affäre, gut, die Affäre, wenn ich das richtig verstanden habe, das war 3-4 Mal Sex, also einmal, dann 1,5 Jahre nichts und dann sagen sie es nicht genau, aber jetzt sagen sie, war das wirklich eine Affäre, so im Sinn von, also wir treffen uns jetzt regelmäßig und machen solche Sachen oder ist es passiert und dann Reue zurück und wieder passiert und noch ein drittes Mal passiert und dann endgültig tschüss. Weiß ich nicht, müsste man jetzt nicht, aber wenn sie während der Affäre gute Gespräche, interessant, gute Gespräche ist Philia, also der Austausch des Kopfes, also dass man miteinander redet, das, was sie eigentlich vorher hätten tun sollen. Also nicht hätten sie im Sinn von moralisieren, sondern beschreibend wieder, ja. Gute Gespräche mit meinem Mann über unsere Bedürfnisse auf allen Ebenen. Und wir haben uns wieder sehr angenähert. Ja, also da, bei Bedürfnisse, da stellt sich bei mir wieder was hoch, weil das ist zu sehr missbraucht worden, dieser Begriff. Und man kann ihn auch positiv verwenden, ja. Aber prinzipiell ist das meistens ein Satz von Egoisten, ja. Also, und wenn sie dann nur sagen, pass auf, beim Sex hätte ich lieber, dass du mich so und so angreifst, das darf man schon auch sagen. Und das ist auch gut, wenn man sagt, wie man Sex gerne hat. Aber es löst keine Beziehung, kein Beziehungsproblem auf, ja, nur bei seinem Bedürfnis zu bleiben. Man muss immer überlegen, ist das, Bedürfnisse kommen immer vom Bauch, ja, sind die Bauchbedürfnisse, entsprechen sie meinen Werten und entspricht das sozusagen unserer Beziehung oder wie lässt sich das einordnen in mein menschliches Ganzes, ja, das Bedürfnis alleine, also es gibt ja Bilder von Menschen oder auch Psychologien, für die ist das Bedürfnis des Menschen das Alleroberste und das ist überhaupt nicht so. Und das führt uns in große Unglücke. Aber trotzdem ist es einmal gut zu sagen, du, beim Sex, da hätte ich gerne also so und so, das ist nicht so lustig, aber das ist für mich ganz toll und so. Also das ist schon okay. Ja? Bedürfnisse auf allen Ebenen. Also ich meine, eine Annäherung zwischen zwei Menschen besteht eben aus mehr, als dass man eben nur sich gegenseitig sagt, was man gerne hätte. Ne? Aber das ist schon einmal gut, ja, und das ist wichtig. Ja? Und deswegen freut mich das prinzipiell, mich irritiert ein bisschen, also während der Zeit der Affäre. Aber es ist oft so, dass man eben hin und her geworfen ist, wenn man etwas falsch macht zwischen
also falsch, den eigenen Werten nicht entsprechen. Ich muss das immer betonen, ja, weil ich beurteile sie ja nicht, nicht meine Aufgabe. Also ist man oft zwischen diesem richtig machen und falsch machen hin und her gerissen. Also viele, die eben eine was Falsches, also zum Beispiel eine Affäre haben oder hatten, erzählen mir vom besonders auch einem Bemühen, die Ehe wieder zu sanieren. Also sowas ist durchaus, das ist irgendwie paradox und hört sich so komisch an, aber ich kann das gut irgendwie nachspüren, dass sie dadurch offener geworden sind. Ja? Also manche Therapeuten treiben das ja so weit und sagen, eine Affäre ist ganz toll für eine Ehe, aber das halte ich für einen absoluten Schwachsinn, ganz im Gegenteil. Aber trotzdem ist es so, dass eben diese Affäre offensichtlich, und das passiert manchmal eben, eine Öffnung dieser Isolation vielleicht nicht bewirkt hat, aber zumindest nicht verhindert hat oder dadurch, also weiß nicht, ob es dadurch war, aber jedenfalls kam zu diesen Gesprächen und die sind wichtig. Gleichzeitig ist es paradox, dass die Affäre dann weiterläuft, wenn es eine solche war. Und jetzt kommen wir zu diesem Satz, über den viele stolpern werden, von der mein Mann nach wie vor nichts weiß. Und jetzt werden viele sagen, du musst es ihm sofort sagen und dann ist die Frage, ob er sich scheiden lässt oder nicht. Und ich widerspreche, nein, sie müssen es ihm nicht sagen. Warum nicht? Ja, weil es ihren Mann wirklich in einen emotionalen Abgrund führen würde. Und ich habe schon so viel erlebt von diesen komischen Beichten. Also ich glaube, sie müssen alles unternehmen mit einer fremden Hilfe, vielleicht mit jemandem, der sie gut kennt und dem sie vertrauen oder vielleicht auch mit einer therapeutischen Hilfe, dass das mit dem Sören nicht mehr passiert, wenn sie ihre Ehe retten wollen. Ja, aber dass ihr Mann im Bereich ihrer Affäre der erste Ansprechpartner ist, das würde ich so nicht sehen. Warum? Meine klinische Erfahrung, dass das Paar über Jahre und Jahrzehnte in eine schwere Krise stürzt oder in ein Misstrauen, das im Moment nicht da ist, das ist der eine Punkt. Aber was mich sehr fasziniert ist, was ich von alten Beichtvätern, also ich habe mir sagen lassen, ich habe es nicht selber gelesen, dass die alten Beichtväter, die wirklich also die Seele der Menschen und sozusagen die Sünden auswendig kannten, dass die ein Prinzip hatten. Im Ehebruch ist es gut, wenn man zu seiner Frau oder zu seinem Mann geht und es beichtet, wenn er es durch andere erfahren könnte. Wenn er es nicht erfahren könnte, dann ist es besser, es nicht zu erzählen. Ja, das ist kein Freibrief für Ehebruch. Und hier verstehen Sie mich nicht falsch. Also ich bin mir sicher, dass da jetzt unten in der Kommentarleiste die Leute wieder ausflippen. Und das ist mir wurscht, weil ich stehe dazu. Ja, also es geht darum, dass sie es nie mehr wieder tun, wenn sie die Ehe retten wollen. Und wenn sie, aber es geht nicht darum, dass sie ihren Mann sozusagen mit ihrem Mist, ja, also weil sie beurteilen es ja, glaube ich, selber negativ, so belasten, dass er und damit auch die Kinder gefährden, die ja an der Ehe hängen. Und es ist eine Belastung ihres Mannes. Es belastet sie ja ohnehin. Also. Aber es ist kein Freibrief, so im Sinn von, solange es geheim bleibt, mach nur weiter, weil es normalerweise eine Ehe sehr auseinanderbringt. Ja? Wenn es bei Ihnen gute Gespräche gab währenddessen, dann ist das okay. Ja? Aber es normalerweise auf lange Sicht bringt es Menschen auseinander. Und das sagen sie ja auch, weil sie ja zumindest den fremden Sex nicht aus dem Kopf kriegen oder aus dem Bauch sozusagen. Ja. Aber ja, und wir haben uns wieder sehr angenähert und haben auch regelmäßig zweimal pro Woche Sex. Im Prinzip ist das jetzt gut, ja. So, der Sex ist schön und macht Spaß, aber er ist ganz anders als das, was ich mit Sören erlebt habe. Und hier haben sie jetzt ihre Strafe, sozusagen. Ja. Und ich weiß, dass es mit meinem Mann nie so sein wird. Naja, da fehlen mir jetzt anatomische und sonstige Details, aber da, also da klingen sie mir zu wehmütig und hängen da zu sehr an etwas,
da idealisieren sie halt etwas sehr. Ne? Und das ist wirklich sehr gefährlich. Sie idealisieren diesen Sören ja ungemein, ja, obwohl sie dann auch gleichzeitig nicht erkennen lassen, dass sie so verknallt sind in ihm, aber sie sagen auch nicht, boah, das ist gemein und er wusste, dass ich verheiratet bin oder so, oder selber verheiratet, also das machen sie alles nicht. Wissen Sie, Sexualität ist eine Sprache der Liebe, ja? Das sage ich oft und das haben Sie wahrscheinlich schon von mir gehört. Wenn Sie mir extra ein E-Mail schreiben, dann vertrauen Sie mir ja und dann haben Sie sich schon mit mir beschäftigt. Also Sexualität ist eine Sprache der Liebe. Der Sören, der hat sie halt toll genommen, aber das ist keine Liebe, würde ich mal behaupten, wenn er verheiratet ist und Sie verheiratet sind. Und wenn ich es richtig verstanden habe, nach dem, was Sie mir sozusagen noch dazu geschrieben haben, dann ist er verheiratet. So verstehe ich, so habe ich das eben aufgefasst. Sie sind jedenfalls verheiratet und haben 3 Kinder und sie wollen sich ja auch nicht von ihm trennen. Sie wollen halt nur so einen Sex erleben. Das ist aber keine Liebe. Ja. Da lieben sie niemanden, auch nicht den Sören. Da lieben sie sich nur nicht selbst. Also, ne, sie haben schönen Sex mit ihrem Mann, aber sie haben nicht so sensationellen Sex wie diese 3-mal mit dem Sören. Ich wiederhole. Dieser Sex würde so nicht bleiben. Ja. Selbst wenn sie jetzt ihren Mann verlassen und ihre 3 Kinder oder die 3 Kinder mitnehmen, was auch immer, und beim Sören einziehen, dieser Sex wird nicht so bleiben. Auf Dauer. Ja, vielleicht 10-mal schon, ja, aber nicht auf Dauer. Und ich weiß, dass es mit meinem Mann nie so sein wird. Na, das würde ich nicht sagen. Also, da frage ich Sie jetzt, wieso sagen Sie das? Ich meine, einerseits kann er an seiner Männlichkeit arbeiten, sie können an ihrer Weiblichkeit arbeiten, kann ihr leicht sein, dass sie den Sören für das bewundern, was er ist, und ihren Mann nicht bewundern, vielleicht können, und das ist auch nicht Sex, ja. Also das steht mir hier zu dogmatisch da. Also das nicht, sondern ich weiß, dass es mit meinem Mann nie so sein wird. Also erstens einmal, und wenn es so ist, dann war das halt der Sex ihres Lebens. Und sie haben aber trotzdem schönen Sex mit ihrem Mann. Also das ist jetzt auch nicht. Also ja, wenn man das vergleicht mit einem anderen Bauch-Erlebnis, ja, man hat schon einmal das beste Essen der Welt gegessen, irgendwo vielleicht in Nizza und ich habe einmal eine tolle Gänseleber gegessen, da irgendwo in Südfrankreich, ja, davon der schwärme ich heute noch Gänseleber, ich bestelle das immer wieder, aber es wird nie dasselbe Gefühl sein. Und warum sage ich das? Jetzt sagen Sie, das ist banal, Gänseleber ist nicht Sex, das stimmt schon, ja, aber der Sex, den Sie da hatten, war auch keine Sprache der Liebe, ja, sondern das war halt nur Sex, ja, sozusagen, ja, es war Gänseleber, war eine gute Gänseleber, ja. Dann haben sie mal eine gute Gänseleber gegessen. Da, ja, also die Gänseleber kann in ihrem Kopf sein, aber dann machen sie doch nicht das schlecht, was sie 2-mal pro Woche haben mit ihrem Mann, weil das ist eine Sprache der Liebe. Und da geht es bei der Sprache der Liebe geht es nicht in erster Linie darum, dass sie ganz, ganz tiefe Gefühle haben. Oder ganz wilde oder was auch immer, sondern es geht darum, dass sie sich schenken und dass es ihnen gemeinsam gut geht und dass sie verschmelzen und zusammenwachsen. Und dass durch dieses Tun sie wieder die Frau ihres Mannes werden. Ja. Und sie haben ja diese Ehe verletzt sozusagen. Ne? Brechen im Sinn von ja, das ist kein Vorwurf von meiner Seite, aber nur zum Verstehen, und weil es eben auch ihre Prinzipien verletzt. Ne? Okay, machen wir mal weiter. Schauen wir mal, was Sie da noch schreiben. Nun stehe ich vor der Frage, ob ich von nun an treu sein soll, um meine Ehe und mein geliebtes und erfülltes Leben nicht zu gefährden und dafür auf diese Erfüllung auf sexueller Ebene zu verzichten. Bisher war ich immer der Meinung, dass man nicht alles gleichzeitig haben kann und war auch damit zufrieden. Okay, das ist die Kernfrage, aber ich glaube, da kommt noch was, das schaue ich auch noch einmal. Doch nun habe ich etwas erlebt, auf das ich eigentlich nicht mehr verzichten möchte und dieser Verzicht spüre ich täglich schmerzhaft. Da haben wir dieses Möchte, ja, da
nicht mehr verzichten möchte. Da ist Ihr Herz. Lara, da ist Ihr Herz. Merken Sie das. Ist das eine Art des Verzichts, den man erdulden muss in einer Ehe zugunsten des Guten, Wahren, Schönen? Ah, da, schaut, das Gute, Wahre, Schöne, das haben Sie doch. Die sie mit sich bringt, was meinen Sie, Herr Bonin? Okay, ja, jetzt habe ich verstanden, worauf das hinausgeht. Also fangen wir an bei der Frage, dann stehe ich vor der Frage, ob ich von nun an treu sein soll, um meine Ehe, um mein geliebtes, mein erfülltes Leben nicht zu gefährden. Und dafür auf diese Erfüllung auf sexueller Ebene zu verzichten. Also, Lara oder Frau K oder wie auch immer, Frau F. Oder Lara ist vielleicht persönlicher in dem Fall. Im Grunde geben Sie sich selber die Antworten. Langfristig ist natürlich Ihren Werten zu entsprechen. Kurzfristig ist einem Bauchgefühl nachzulaufen. Ja? Diese Erfüllung auf sexueller Ebene, das ist ungefähr so, wie ein Drogensüchtiger sich die Droge reinschießt und dann sagt, was für ein tolles Gefühl, dafür verzichte ich gerne auf ein glückliches Leben. Ja, also wenn wir den Heroinsüchtigen nehmen, zum Beispiel auch den Alkoholiker, aber da ist es vielleicht nicht so klar, ja, aber der Heroinsüchtige macht sich sein ganzes Leben kaputt für eben für Reize, die kurzfristig sind und für die er nicht viel tun muss. Ne? Genauso ist das. Ja, sie reden ja gar nicht. Ich meine, wahrscheinlich steht dieser Sören noch zur Verfügung und würde sie ab und zu flachlegen. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, aber wahrscheinlich würden Sie es selber so sagen. Weil es ist ja eine sehr macho-artige Beziehung. Ja. Es ist schon, also ist nicht sadomaso, aber es hat so eine Art von Dimension, ja, und das, darauf stehen sie halt auch sehr. Aber sie schließen ja von vornherein aus, dass das mit ihrem Mann nie so sein wird. Nicht? Das ist auch ein, also da geben sie ihm gar keine Chance und das sehe ich nicht so. Ich glaube, da sind sie viel zu absolut. Das ist alles oder nichts Ding. Ich meine, sie haben in einer Affäre mal einen heißen Sex erlebt, aber reden Sie mal mit Frauen, die länger in einer Affäre sind. Also das bleibt nicht immer gleich. Das war halt uraufregend, weil es das erste Mal war und eben, sie sind de facto in gewisser Weise entjungfrau worden. Also jetzt sozusagen, oder ihre Unschuld wurde ihnen genommen, ja, ihre eheliche. Das ist halt schon. Aber ganz ehrlich, also diese Dramatik, die sie da aufbauen, entweder nie mehr Erfüllung oder ich muss ein Leben lang schrecklich treu bleiben. Also natürlich damit, mit dieser Kurzfristigkeit, gefährden sie ihr langfristiges Glück und zwar nicht nur das von ihnen, sondern auch das von ihrem Mann und von ihren drei Kindern. Und ich sehe und ich würde sagen, diese Erfüllung auf sexueller Ebene, dagegen habe ich nichts, aber halt, also ich sowieso, aber nicht, ich würde sagen, das lässt sich vereinbaren. Seien Sie nicht so absolutistisch zu sagen, das geht aber nur mit dem Sören, das geht ganz sicher nicht mit meinem Mann, wie habe ich ihn genannt, Ernst oder, Gottes Willen, ich vergesse diese Namen ständig, Erich, ja, mit dem Erich. Ich würde sagen, arbeiten Sie an der Verbesserung der Sexualität mit dem Erich. Natürlich ist es nicht kein wilder Ehebruch, ja, und das hat halt ein besonderes Prickeln, ja. Aber es, natürlich kann der Sex besser werden. Aber wenn Sie sagen, der ist eh im Prinzip gut, na bitte. Bisher war ich immer der Meinung, dass man nicht alles gleichzeitig haben kann und war damit auch immer zufrieden. Ja, das ist, also ganz ehrlich sagen, das ist ein sehr vernünftiger Gedanke, den Sie da haben. Also das würde ich auch unterschreiben, das macht Sinn. Doch nun habe ich etwas erlebt, auf das möchte ich auf keinen Fall mehr verzichten, sehen Sie, und das ist der Schlüssel. Ich glaube, Sie müssen Ihr Herz jetzt abwenden von diesem, und da sind wir jetzt wieder ganz oben bei dem Satz, den ich da schon wahrgenommen habe mit dem Herzen. Hier ist Ihr Herz, ja. Sie hängen an diesem Erlebnis, ja. Sie sagen, ich möchte nicht darauf verzichten und ich bereue das gar nicht, ja, das ist das Thema. Ich glaube also, was ich Ihnen therapeutisch rate, ist, dass Sie sich verabschieden innerlich von diesem Erlebnis und dass Sie es als schlecht beurteilen, Sie schreiben mir ja, weil Sie sich nicht sicher sind und weil Sie im Dilemma sind
weil sie gegen ihre eigenen Werte verstoßen haben, das, was sie gemacht haben, das beurteilen sie selber als nicht gut, nicht wahr und nicht schön. Ja, so würde ich sie jetzt interpretieren. Ja, und deswegen schreiben sie sie auch genau mir, wo ich eben ständig von diesem guten, wahren und schönen rede. Also, Lara, das hat sich super angefühlt, aber es war weder gut noch wahr noch schön. Oder? Ja, habe ich Sie richtig verstanden oder würden Sie das anders sehen? So würde ich Sie jetzt fragen. Ne? Gut, das war nicht gut, das war nicht wahr, das war nicht schön, das ist nicht wahr, es ist ja gelogen vorne und hinten. Ja? Sie haben sich irgendwie vorgemacht, dass Sie beide frei füreinander sind und ja, das war... Schön ist das im Grunde auch nicht. Es war sexy, aber es war nicht schön. Schön ist was anderes als eine Pornografie. Ja? Das war die Befriedigung einer Pornografie sozusagen, weil sie ja auch gar nicht, sie erzählen ja auch gar nicht von diesem Mann. Es war keine Begegnung mit einem Du, sondern sie wurden halt auf eine ganz tolle Art befriedigt. Ja? Und das ist und bleibt eben eine Bauchbefriedigung. Und sie spüren diesen Verzicht täglich schmerzhaft, weil sie sich nicht lösen wollen. Das Herz, es ist das Herz. Lara, es ist das Herz. Entscheiden Sie sich gegen die Affäre oder entscheiden Sie sich gegen diese Art von, also gegen sozusagen diese... Ja, wogegen genau? Gegen die Affäre haben sie sich ja schon entschieden. Also das ist nicht genau der Punkt, sondern und gegen guten Sex müssen sie sich nicht entscheiden, sondern es ist was anderes. Es ist gegen diese Affären-Sexualität. Ja, das war ja verbotener Sex. Ja, das war auch deswegen so heiß, weil es so verboten war. Ja, und weil es einfach da heißt sich diese erotische Spannung ja ganz besonders auf. Ich glaube, sie sind in einer Illusion drinnen und da hängen sie drinnen wie ein unerfahrenes junges Mädchen, was sie ja nicht sind mit 35 und kommen nicht los, weil sie es nicht wollen. Verstehen Sie? Blöde Frage, entschuldigen, ich frage das immer in den Computer hinein, verstehen Sie? So was Blödes, aber... Ich versuche jetzt nur sie, also dass wir gegenüberstehen, so versuche ich, deswegen rede ich so. Diesen Verzicht spüren sie täglich schmerzhaft, weil sie ihn spüren wollen. Das erinnert mich an, weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Bild ist, aber es erinnert mich daran an jemanden, der einen geliebten Menschen verloren hat, klassischerweise der Sohn oder der Ehemann, aber meistens der Sohn. Aber das ist, passt aus vielen Gründen nicht. Aber was passt, ist dann, dass man dann nicht bereit ist, aufzuhören mit dem Trauern. Ja, ein halbes Jahr trauert man, das ist, oder drei Monate ist relativ normal. Aber es gibt Leute, die sozusagen ein Leben lang daran hängen und sich irgendwelche Bilder aufhängen und so weiter. Und irgendwie kommt mir so vor, das ist für sie jetzt dieser Sohn, der da verstorben ist, und da hängen sie sich überall Bilder auf und machen sich da so erlauben sich nicht, dass das langsam verblasst. Ja, aber ein guter Sex, okay, oder gut, oder war halt sexy, ja. Und sie sind unfassbar zum Höhepunkt gekommen, ja, okay, einfach, aber lassen sie Gras drüber wachsen. Sie reißen das jeden Tag auf, ja, wenn sie sagen, ich spüre das täglich schmerzhaft. Also das ist meine Botschaft, ja, dass sie das auch so spüren wollen. Ja. Und ich glaube, wenn sie diesen Schmerz spüren, könnte es ihnen helfen zu sagen, ich habe meinen Mann betrogen und der Schmerz, den ich jetzt spüre, den habe ich verdient. Ja. Ich sage nicht, sie haben den verdient, sondern sie könnten sich das selber sagen, ja. Ich habe zwar ein Buch geschrieben, das selber schuld heißt, aber das ist so nicht gemeint. Ja. Ich sage nicht, sie sind selber schuld. Sie tun mir echt leid und ich versuche ihnen wirklich zu helfen, nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Aber richten sie sich neu auf nach dem Guten, Wahren und Schönen. Und beim Guten und Wahren und Schönen, so komisch das klingt,
da kommt kein super sexy Orgasmus vor. Ja? Das ist, der Orgasmus ist eingebettet in das Gute, Wahre und Schöne und das ist die Beziehung mit ihrem Mann. Ja? Weil so wie ich das verstanden habe, bei diesem Sänger, bei diesem Musiker, bei diesem Bekannten, ist das ohnehin eine Fiktion. Ja? Also der ist vielleicht bereit, ihnen ab und zu einen großartigen Orgasmus zu bieten, aber sonst auch nichts. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Geschichte von mir zu lesen und vielleicht auch zu kommentieren. Na, das habe ich jetzt wirklich gemacht, liebe Lara. Ja, ich hoffe, Sie können was damit anfangen. Also ich habe große Sympathie für Sie. Ich glaube, es ist klar, dass ich Sie nicht verurteile. Es tut mir sehr leid, was hier passiert ist, weil am Ende des Tages haben Sie etwas sehr Schönes erlebt, was Ihnen jetzt sehr schadet. Ja. Aber es ist nicht schön im Sinn von gut, wahr und schön, sondern in der Hinsicht ist es eigentlich hässlich. Ja. Nicht alles, was sich gut anfühlt, ist auch gut. Verstehen Sie? Diese Unterscheidung ist wichtig. Vielleicht ein sehr plastischer Vergleich. Ja. Es gibt perverse Menschen, die vergewaltigen andere und haben aber dann auch unglaubliche Orgasmen und deswegen machen sie auch immer wieder. Ja. Also ich will sie jetzt nicht, aber nur, dass sie es verstehen. Ja. Nur weil sich etwas toll anfühlt, heißt das noch unbedingt, nicht unbedingt, dass es toll ist. Ja. Es gibt andere Leute, die sind sadistisch veranlagt. Ja. Also nicht im Sinn von Sadomaso, sondern wirklich. Und die quälen andere Leute und finden das unfassbar toll. Und deswegen machen sie es immer wieder. Also nur weil sich etwas gut anfühlt, ist es noch nicht gut. Und sie selber haben es ja schon als nicht gut und nicht wahr und nicht schön beurteilt. Ja. Und deswegen glaube ich, je mehr sie das in die richtige Ordnung bringen, was sie da erlebt haben, umso mehr können Sie es dann auch, können Sie Gras drüber wachsen lassen, können Sie es langsam in die Entfernung rücken lassen. Sie kommen mir so vor, als würden Sie das immer an sich ziehen, immer neu. Also Sie kratzen die Wunde täglich wieder auf, statt dass Sie es endlich einmal heilen lassen. Ja. Weil ich meine, jeder hatte irgendwann einmal einen umwerfenden Sex, aber die wenigsten würden sagen, ja, also der und der Sex, das war das Allerbeste. Ja. Also ich meine, sie hängen sich da jetzt schon auf etwas auf, was man normalerweise vergisst. Und das würde ich Ihnen sehr empfehlen. Also ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Ja, das ist, solche Videos sind nicht dazu da, um andere Menschen vorzuführen oder sie zu verurteilen, sondern um Menschen zu helfen. Und bitte, wenn Sie da jetzt kommentieren, können Sie gerne, aber fallen Sie nicht über die Dame her, die sich jetzt wirklich mutig geoutet hat. Ja? Also das wird auch sofort gelöscht, weil das ist kein Platz für Bashing. Machen Sie das nicht. Tun wir gemeinsam konstruktiv nachdenken, wie man das lösen kann. Aber nur jetzt für die Moralisten unter Ihnen. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Dinge falsch. Ja? Also das ist hoffentlich das kommt bei meinen Videos immer wieder. Nobody is perfect und wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das ist ein sehr schönes Prinzip, dass es immerhin von jemandem kommt, der ziemlich gut war. Ja, also das, glaube ich, macht uns besser, wenn wir andere Menschen auch respektieren und annehmen können, obwohl sie vielleicht Dinge falsch machen oder falsch gemacht haben. Na gut, alles Gute. Herzliche Grüße, Raphael Bonelli.